Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Transportiver 2, ja, zu einer weiteren Folge auf meiner Map. Sorry erstmal dafür, dass die Folge jetzt so circa 2 bis 3 Stunden später rauskommt. Ich nehme sie jetzt erst um 12.38 Uhr auf. Und ja, ein bisschen viel zu tun gerade. Ich habe es leider gestern Abend nicht mehr geschafft. Und ja, deswegen kommt die Folge heute einfach mal 1-2 Stunden später. Bzw. 2-3 Stunden später. So, in der heutigen Folge möchte ich ganz gerne Bad Oeynhausen nochmal neu bauen. Also den Bahnhofsbereich, die Strecke weiterführen und dann natürlich auch Bad Oeynhausen wieder entstehen lassen. Das habe ich ja komplett gelöscht, so dass wir hier schön vernünftig bauen können. Ich sage, fangen wir mit dem Bahnhof mal an. Ich habe mir da was überlegt, dass wir hier den holländischen nehmen. Wir nehmen, ja, ein Glas ist irgendwie okay, 240 Meter, nehmen wir 240 Meter. Erstmal ein Gleis. So. Mittleres Main Building. Was haben wir jetzt hier für Masten? Bei Höchstgeschwindigkeit haben wir wieder die komischen. Bei Standard Track haben wir die. Ja, die müssen wir eh neu machen. Deswegen ist es eigentlich egal, was wir jetzt hier gerade nehmen. Können natürlich mal gucken, ob wir jetzt 4 nehmen. Dann die in der Mitte zusammenlegen. Das funktioniert nicht, da geht aber auch nur einer hin. 5 nehmen? Auch nicht. Ne, wir nehmen 1. Setzen das jetzt einfach mal hier hin. So, jetzt müssen wir den ganzen Laden natürlich erstmal konfigurieren, so wie ich mir das jetzt so vorgestellt habe. Ist, dass wir das erstmal wieder abreißen hier. So. Hier ist natürlich 80, aber mit den deutschen Oberleitungen. Bei den Personenbahnhöfen geht das alles. Oh. Wo sind die Oberleitungen? Ist auch mit Oberleitung. Was ist das denn jetzt für ein Scherz hier? Hä? Das ist auch gar nicht das Gleis, was ich hier haben will. Wo stehe ich jetzt gar nicht? Den Fehler hatte ich auch noch nicht. Das Gleis. Dahin. Macht er nicht. Er macht keine Oberleitung. Sind auch immer nur den einen Track hier. Funktioniert der mit der Mod nicht? Kann natürlich sein, weil hier geht's. Na gut, okay, dann muss ich mir jetzt mal angucken. Dann bleibt es jetzt bei dem Track erstmal. Dann kommt hier, wollte ich einen freilassen. Dann soll jetzt hier die Höchstgeschwindigkeitsstrecke durchgehen. Okay, können wir es eigentlich nochmal. Können wir eigentlich ja so bauen. Da brauchen wir jetzt gerade einfach nur mal einen Abstand. So. Und hier kommt dann wieder der Bahnsteig daneben. So, das kann weg. Das kann auch weg. Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Ne, ich habe jetzt die 2. Muss mal weg. Muss noch ein weiter rüber. So, nochmal. So, dann kommt jetzt hier, der ist wieder hin. Hier soll nachher die Bahn durchführen, dann habe ich noch ein bisschen Platz, um mir Schallschutzmauern und sowas zu bauen. Macht er hier, aber jetzt macht er wieder diese Oberleitung zum Masten. Achso, weil jetzt der da noch dran sitzt. Dann reiße ich dann ja aber ab. Nein. Reise. So, wieder ran hier. Für die Regionalbahn. Dann kommt jetzt hier die Plattform ran. Könnten wir natürlich jetzt. Er ist natürlich höher. Dann bleiben wir hier auch bei dem holländischen Style.
Zack. War das hier wieder ran. So. Dann können wir jetzt mal gucken. Die Gebäude. Gefällt mir eigentlich nicht so gut. Aber dieses alte gefällt mir auch nicht so toll. So riesig muss das auch nicht sein. Nochmal, das ist nochmal kleiner. Pappen dann hier noch welche ran. So. Das machen wir dann auch in dem Farbton. An der Seite muss natürlich das Hauptgebäude hin. Dann kommt das Hauptgebäude hier hin. Das war ein bisschen anders. Nicht immer alles so symmetrisch. Machen wir das Hauptgebäude hier hinten hin. Und setzen dann die beiden Bibelchen dahin. So. Jetzt haben wir natürlich hier Herford. Machen wir das so, dass wir hier auch noch eins hinpacken. Kleinen Zubringergleis. So. Perfekt. Und jetzt einmal verschiedenes. Ein Übergang. Machen wir den hier hin. Ja, das ist doch... Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Und hier dann einmal eine Unterführung. Die Leute da hoch und runter kommen. Ja, jetzt bräuchte man eigentlich noch ein Dach, aber das Dach passt jetzt hier nicht so zu, ne? Da die Züge dann durchrauschen. Vor allen Dingen jetzt danach gleich mit dieser Überführung. Weiß nicht, wie das jetzt hier aussieht. Müssen wir halt mit dem Dach hier aufhören. Nach dem Autosave. Gucken, wie das aussieht, sonst lassen wir das Dach da weg. Sieht das aus? Ja, das backt natürlich ineinander. So. Würde ich sagen, lassen wir das so. Genau, und hier hinten steht man dann halt raus. So. Soweit dazu. Dann würde ich jetzt einmal hier die Gleise nehmen. Ich kann natürlich hier voll durchbrettern, die Züge. Die haben jetzt da dann auch schon wieder nicht mehr die. Das dürfte eigentlich verschwinden. Also hier bei 250 weiß ich auf jeden Fall, dass wir hier die Oberleitungsmasten haben. Konfigurieren. Abreißen. So. Zack. Mal gucken, ob wir das bei 400 auch noch haben. 400 haben wir die, 300 haben wir die, 600 haben wir die. Ja, müssen wir 300er mit Damm nehmen. Dann fahren wir 250. So. Kommt der jetzt hier einmal hin? Geradeaus durch natürlich. Zack. So. Die dann natürlich wieder weg. Ja, da sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Dann sollte ich jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier vernünftig wieder hochkommen. Sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt machen wollen. Ja, hier mal so ein bisschen rein. Das hier natürlich mit 250 weiter. Einmal so eine leichte. Bielefeld ist da hinten. Da kommen wir so aber nochmal rum. Ne? Wir müssen jetzt ja. Straße kann man wegreißen. Zack. Und mit den anderen Bahnen hier, wo wir dann sagen wir mal 180 fahren können, die gehen natürlich dann jetzt hier auch wieder ran. So. Hier hinten versuchen wir jetzt mal auf die anderen Gleise raufzukommen. Das mit unserer Höchstgeschwindigkeitsstrecke.
Zack. Ja, natürlich jetzt das Standard-Tunnel-Portal. 250 sieht aber ganz gut aus. Ja. Zack. Und jetzt natürlich dann hier auch wieder damit hier ran. Und jetzt hier hinten mit drauf. So. Mal rein und mal gucken, wie wir das mit Straßen machen. Perfekt. Hier müsste ich jetzt eigentlich noch eine Unterführung hinbauen oder eine Brücke. Ich glaube, eine Unterführung fände ich aber schöner, ne? Machen wir eine Unterführung hier hin. Muss ich die jetzt nochmal wegreißen? So, Straße. Da können wir auf jeden Fall eine normale nehmen. Müssen die nicht geblockte. Da. So. 1, 2, 3, 4. 4,5. Können wir noch ein bisschen kürzer machen. Das reicht ja schon. Zack. So, solange wir natürlich noch nicht die ganzen Mods haben für die verschiedenen. Mal gucken, wie schnell wir hier fahren können. Ja, lass uns mal nicht also mal sicher gehen und die vernünftige Brücke bauen. Solange wir jetzt noch nicht die. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Flying. War das die Flying Junction? Wo man natürlich die schönen Brücken mitbauen kann. Unterführungen. Müssen wir uns halt mit der begnügen. So. Und dann würde ich sagen, geht es jetzt hier dann auch noch mit dem weiter. Zack. In echt ist die Strecke da auch viergleisig. So. Da werden wir dann hier Schallschutzwände hinsetzen. Können wir jetzt mal machen. Sets. Da sind sie. Oh, da wird sich diese Tankstelle noch dazu gepackt. Kenne ich noch gar nicht. Aber die sieht auch schick aus, ne? Nice. So. Da haben wir die. Seht ihr, jetzt können wir nämlich das hier schön so einbauen, dass die Leute da ja quasi sicher sind. Dann hier so ein Zug mit 250 Sachen durchnagelt. Der ICE oder Intercity mit 200. Müssen wir mal gucken, was hier nachher fährt. Das ist natürlich nicht schlecht. Die Leute können den zwar nicht so wirklich sehen. Besser den Zug nicht sehen als von den Windgeräuschen oder Druckwirkung, was auch immer, gerissen zu werden. Zack. Es gab das ist ja das, weil ich da jetzt noch ein Gleis hingesetzt habe. Dann sieht das mit dem Dach so komisch aus. Muss ich mir noch überlegen, ob das Gleis da, ob ich das brauche oder nicht. Endlich können wir dann auch über Bielefeld nachher fort noch fahren. Und müssen nicht von Bad Oeynhausen noch nachher fort. Endlich kann das Gleis weg. Wir lassen es jetzt aber erstmal, weil es nicht so stark auffällt. Und ja. So, dann kann hier nachher der Höchstgeschwindigkeitszug durchballern. Perfekt. So, dann muss ich jetzt noch hier. Hier soll immer eine dicke Straße hin. Ne, passt nicht. So. Gerade noch die Straßen hier setzen. Perfekt, jetzt bräuchten wir hinten auch noch einen Übergang. Aber hier kann ich jetzt ja keinen Bahnübergang bauen. Noch eine Unterführung. Oder eine Brücke.
Beim Bahnübergang, bei einer viergleisigen Strecke, gibt es zwar schon, glaube ich, auch besser aus hier. Mal gucken. Das kann man auf jeden Fall so machen. Nee, kann man nicht. Ist da vorne schon zu huckelig. Ziel eigentlich schon machen. Na, du kleiner Bär. So kann man es machen. Zack. So, okay. Dann würde ich nämlich jetzt sagen, das muss ich... Ah, das funktioniert jetzt nicht. Wenn ich jetzt hier die Stadt hinsetze, werden die hier Häuser ranbauen. Wenn ich jetzt aber die Straße da schon hinsetze, wo das geblockt ist, bauen die da trotzdem Häuser ran. Das muss ich im Nachhinein dann wieder abreißen, die Häuser. Mittel oder groß? Mittel, ne? Groß ist bei denen auch sehr nicht. So. Ah, was hat er gemacht? Oh, das ist natürlich auch eine Alternative mit der Unterführung. Schönwalde wird natürlich jetzt zu Bad Oeynhausen. So. Das finde ich jetzt ja gar nicht so schlecht. Gut, dass jetzt hier die Häuser sitzen, das muss ich jetzt dann den Straßentyp ändern. Dass da keiner baut, dann ist das gar nicht so schlecht. Die wohnen natürlich an einer ziemlich steilen Klippe. Aber so deckt ja allein schon der Bahnhof die ganze Stadt ab. Der Bahnhof ist schön eingebaut, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, perfekt, dann haben wir das auch. Haben wir schon mal die Strecke jetzt hier von Minden bis nach Bad Oeynhausen weitergebaut. Und dann würde man sagen, in der nächsten Folge werden wir das dann mal in Betrieb nehmen oder erstmal weiterbauen bis Bielefeld. Ich werde das jetzt hier im Offscreen noch ein bisschen schöner machen. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine Freunde. Wenn es euch halbwegs gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und da würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.